Liebe Bienenfreundinnen, liebe Bienenfreunde, heute ist Dienstag, der 21. März 2023 und ich stehe erstmals in diesem Frühjahr an meinem Volk mit dem Bücherskorpion und nutze das relativ gute Wetter einmal, um reinzuschauen, auch vielleicht ein bisschen Waben. Hygiene zu betreiben, alte Wagen auszutauschen, denn bisher ist da ja noch nichts geschehen. Schauen wir rein gemeinsam. Geflogen sind sie im Februar schon ganz prima. Ich spiele euch da mal einen kleinen Film ein. Heute ist der 13. Februar 2023 und es ist heute ein sonniger Tag. Einer der wenigen in diesem Jahr. Und hier ist mein Bücherskorpionvolk voll am Fliegen. Das heißt, sie leben noch und haben sich auch prächtig gehalten während des Winters. Das ist jetzt die Oberseite des Volkes. Darauf liegt die Silikonmatte, die verhindern soll, dass die Bienen direkt an die Dämmung des Klimadeckels gelangen. Aber, wie ihr seht, haben die da schon wieder Löcher reingefressen und kommen nach oben. Wir lüpfen mal den obersten Stock. So, 1, 2, 3. Naja, es geht. Oh ja. Also, das habe ich erwartet. Sie haben sich alle in den obersten Stockwerk, in das oberste Stockwerk verzogen. Und hier unten ist alles leer, aber das macht nichts. Da kann ich die unteren Waben total entnehmen. Fressen eure Bienen Walnüsse? Wohl kaum. Also da hat sich ein Untermieter reingemacht und hatte da Walnüsse eingetragen. Da hinten ist ein bisschen Gemüll und ich hatte extra einen Karton da reingelegt, weil ich das letzte Mal so das Problem hatte, die Toten da rauszufischen. Den entnehmen wir jetzt und dann gucken wir mal, ob wir Bücherskorpione da unten drunter finden. Meine Freunde lassen mich nicht im Stich. Da ist einer, da. Und das also nur hier unten auf der kleinen Leiste. Finde ich ganz. Dieses Banscherei-Brettchen sollte eigentlich auch Bücherskorpione anlocken. Tut es aber nicht. Ich werde es jetzt rausnehmen und durch ein Fichtenbrett wie das andere auch ersetzen. So, ich habe die obere Zarge jetzt nach unten gesetzt. Hoppla, die sitzt noch nicht richtig. Und hier ist die obere, die ganz leer war. Die wird jetzt neu bestückt. Ich will, um die Stege besser abkratzen zu können. Denn wenn der neue Kasten da drauf kommt, drücken die sich so äbsche zusammen. Diese Leiste, diese Querleiste, die hat natürlich auch eine Funktion. Denn wenn die Silikonmatte da drauf liegt, liegt die ja ganz plan auf den Oberträgern und die Bienen können nicht mehr seitwärts hin und her. Deshalb eine Leiste und sie haben also dann noch Querverkehr. Die
Die alte. Oh, da hat es Tote drin. Die hatten da in die Futtertasche, die ja voller Stroh für die Bücherskorpione ist, hatten sie Drohnenwaben eingebaut. So, jetzt müssen wir mal kurz klopfen. Alle toten Bienen sind rausgefallen. Ja, das ist hervorragend. Die sind alle, bis auf die hier. Die können wir nochmal nehmen. Die sind alle mehrfach bebrütet und daher also dunkel. Hier seht ihr. Und das war auch mit meiner Absicht, dass ich ja da ein bisschen Wabenhygiene machen kann, die alten Waben rausnehmen. Hat ja bestens geklappt. So, jetzt kommen hinein. Zwei Futterwaben. Upala. Links und rechts. Die kommen noch eins weiter. Das genauso. So. Und jetzt kann sich das Volk locker nach oben ausbreiten. So, was wir nicht vergessen dürfen. Leiste wieder auflegen. Also, Funktion ist Querverkehr einbeißen müssen. Naja, dann machen wir Folgendes. Auflegen. Und in der Mitte also dort, wo die Löcher waren, habe ich aus der alten Matte Streifen ausgeschnitten und hingelegt. In diesem Klimadeckel ist ja die österreichische Dämmplatte. Ich mache mal einen Verweis zu dem Video, wo ich sie gebaut habe. Und ich wollte ja die Königin fragen, wie sie ihr gefällt, aber ich habe jetzt in dem Volk nichts Schimmeliges gesehen. Alles trocken, alles bestens. Volk hat sich gut über den Winter geschafft. Also muss dieser Klimadeckel auch voll die Funktion erfüllen und vielleicht sogar noch ein bisschen besser als meine traditionellen. Deckel drauf, der ist eigentlich nur drauf, damit der Luftschlitz besser zur Geltung kommt. Wetterschutz drauf, fertig. Also, liebe Bienenfreundinnen, liebe Bienenfreunde, ihr habt jetzt den Durchblick durch das Bücherskorpionvolk miterlebt und als Fazit lässt sich sagen, es lebt im vierten Jahr ohne Behandlung ganz wunderbar und ja, jetzt warten wir, wie es weitergeht. Ach so, was ich noch machen wollte, aber da war mir es heute zu kalt dazu, mal nach der Königin zu gucken, denn die ist war eine blaue Königin, vor 4 Jahren eingesetzt. Ich nehme mal an, dass die Bienen unterdessen umgeweiselt haben, aber das prüfen wir mal im Sommer und ich berichte darüber wieder. Macht's gut, kommt gut über den Sommer und habt eine schöne Ernte. Danke, tschüss.